Berechnen Sie die Tangente t, die normale n und den Steigungswinkel von t von f von x ist gleich x hoch 3 minus 2x hoch 2 im Punkt b 3'. So, als erstes, das Signalwort heißt Tangente. Wir schreiben die allgemeine Tangentengleichung uns erstmal hin. Die allgemeine Tangentengleichung ist y ist gleich f' von u mal x minus u plus f von u. So, in unserem Falle ist die Ableitung, wenn Sie also die f von x ableiten, dann kommt da raus 3x² minus 4x. Und das setzen wir in die allgemeine Tangentengleichung ein, dann kriegen wir 3u² minus 4u, multiplizieren das mit x minus u und addieren f von u, da schreiben wir einfach statt x u. So, jetzt handelt es sich hier um einen internen Punkt. Tangente im Punkt, oft, also man kann davon ausgehen, wenn der y-Wert nicht gegeben ist, dann ist das Ganze ein interner Punkt. Das heißt, Sie müssen für das u die 3 einsetzen. Also u wird zur 3, also rechnen Sie y ist gleich 3 mal 3 ins Quadrat minus 4 mal 3 mal x minus 3 plus 3 hoch 3 minus 2 mal 3 hoch 2. 3 mal 3 hoch 2 ist 27 minus 12 mal x minus 3 plus 3 hoch 3 ist 27, 27 minus 18 ist 9. Oder y ist gleich 27 minus 12 ist 15. 15x minus 15 mal 3 ist 45. 45 minus 45 minus 45 plus 9 ist minus 36. Das heißt, das hier ist die Tangentengleichung in diesem Punkt. Der y-Wert des Punktes steht an dieser Stelle hier. Die 9 ist der y-Wert. Wir können also hier als y-Wert auch die 9 angeben. So, jetzt brauche ich den Steigungswinkel. Da gibt es eine Formel, die Sie auswendig gelernt haben. Nämlich der Steigungswinkel ist Alpha gleich Tangens hoch minus 1 von m. Die Steigung m ist hier 15. Ja, eine ziemlich große Steigung und dann kriegen Sie als Steigungswinkel so, der Arcustangens von 15 ist 86,2, etwa 86,2 Grad. So, also das ist der Steigungswinkel. So, jetzt fehlt uns noch die normale. Für die allgemeine Normalengleichung sieht fast gleich aus wie die allgemeine Tangentengleichung. Nur ist die Steigung der Normale ist minus 1 durch die Steigung der Tangente. Die Steigung der Tangente ist hier 15. Also ist die Normale ist y ist gleich 15 war die Steigung der Tangente, minus 1 durch 15 mal x minus 3 plus 9. Das ist die Normalengleichung. Die können Sie jetzt noch weiter umformen, gibt aber dann keine schönen Zahlen. Das wäre also dann minus 1 15 x plus 3 15. 3 15 ist 1 5. Plus 1 Fünftel, also plus 9,2. Und das wäre die Normale.